Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ja, es regnet schon wieder und das finde ich sehr, sehr gut. Hier oben können wir nichts pflücken. Haben wir hier? Ne, wir haben ja gar nichts drin. Im Moment. Dann schauen wir uns mal eben hier unten an. Das dauert noch ein paar Tage. Die Kürbisse sind auch noch nicht fertig. Und ich glaube hier, das können wir auch noch nicht. Doch, das können wir einmal einsammeln. Die Limetten oder die Limonen, Limetten, Limetten. So, haben wir denn noch hier irgendeine Kleinigkeit, die wir einsammeln können? Wir haben wieder Mohnblumen. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier doch gerade noch eine gesehen. So. Gerade mal den Timer nochmal neu eingestellt für die Folge, weil der lief irgendwie noch auf die alte Folge. Ja, wir haben Sonntag und wir müssten uns eigentlich darum kümmern, dass wir mal durch die Mine gehen. Ach so, wir können das aber auch direkt mal kurz ausnutzen, dass wir hier die Eier alle einsammeln, während es noch am Regnen ist, weil sonst sind die nämlich gleich alle da, wenn ich wieder zurückkomme. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich überhaupt noch da reingehen muss. Das wird das eher die größere Herausforderung, was das betrifft. So, ich werde jetzt meine üblichen Sachen hier machen. Werde ein bisschen graben, Sachen einsammeln und so weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich soweit durch bin. Und wir uns aufmachen können für die Mine. Beziehungsweise, ich denke mal, wir sehen uns vorher schon, wenn ich nochmal einen kurzen Abstecher in die Feenwelt mache. Bis gleich. Ja, was mir jetzt gerade tatsächlich das erste Mal so richtig bewusst geworden ist, dass es mir ja eigentlich gar nichts bringt. Also wenn ich die Hühner streichel, das ist soweit okay. Da kriege ich ja auch immer wieder Hühnerfeder mit. Aber wenn ich die Schafe streichel, das bringt mir ja gar nichts. Deswegen werde ich dann gucken, dass ich das in Zukunft unterlasse. Es sei denn natürlich, dass die Herzen noch nicht ganz auf 100% sind. Weil das ist ja im Endeffekt wie ein Ersatz fürs Reden mit den Leuten. Und wenn die Herzen halt eben komplett hoch sind, dann muss man ja auch streng genommen nicht mal mit den Leuten reden. Es sei denn, sie haben jetzt noch eine Quest oder irgendwas anderes zu sagen oder so. Und deswegen werde ich schauen, dass ich das dann mal in Zukunft ein bisschen verkürzen kann. Wesley gave me some chocolate he got from that merchant in Fairhaven. Since he's half human and all, I reckon he sympathizes with my human taste for sweets. Human taste. Voll aufgeregt, die Arme. Hi. I love cold weather. It makes drinking tea in my shop feel even cozier. Ich liebe es. I love the cold too. Ah, a kindred spirit. I knew it. Also ich hasse es, aber wir müssen ja alles versuchen, um mit ihm hier irgendwie wirklich anbandeln zu können. I do not envy you, witches. There's far too much to learn within such short lifespans. Ich finde ja immer noch, dass die Synchronstimme von ihr so wahnsinnig gut getroffen haben. Weil immer wenn sich diese mega dick gefärbten Lippen, sage ich jetzt mal, bewegen, hört sich das wirklich an oder sieht das wirklich so aus, als ob die das wirklich selbst gesprochen hat. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, die Synchronstimmen sind wirklich top im Spiel. Zephyr shares her treats she gets from Fairhaven with me. Chocolate is the best thing humans have done. Auch bei ihm passt das irgendwie wie die Faust aufs Auge und bei den anderen auch. Also ich finde das so Hammer. Für mich, also sprich für Terra, könnte ich mir auch nichts Besseres vorstellen. Otto was so quick to believe everything Natalia said. Maybe I should take myself off the neighborhood watch. At least then, I wouldn't have to sit through shifts with Natalia. Naja, er soll ja jetzt nicht irgendwie böse auf sie werden. Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache, ne? I hope that when we're older, Emmy runs for mayor. She's good at that stuff. Would you want to run? No. I can't be the town veterinarian and the mayor, but I still want to live in the mayor's house. And Emmy would let me. Na, da bin ich aber noch nicht so ganz von überzeugt. Okay, wir werden auf jeden Fall, auf jeden Fall nochmal Hühnerfutter nachkaufen, weil da haben wir nämlich nur noch sehr, sehr wenig von. Ich denke mal, 24 sollten reichen.
oder? Machen wir nochmal die 50 voll. Ich weiß ja nicht, wie lange das wieder dauert, bis wir da was kaufen können. I can't believe it! If the two people who voted for Lena had voted for me instead, I would be mayor. I mean, no offense to Lena, but she doesn't seem like she wants to be in control of anything except her store. Ja, sagen wir es mal so. Hätte Lena sich zur Wahl aufgestellt, wäre ich auf jeden Fall die Erste, die für sie gestimmt hätte. Also von daher, ja. Unbelievable. Even after Otto proposed a neighborhood watch, Angus still thinks he's a good guy. I signed up to be part of a culture committee, but it's clear Otto only has one type of culture in mind. Ja, er ist halt ein Bürgermeister, ne? Die meisten Leute, die in so einen Posten kommen, sind halt nun mal das Gegenteil vom normalen Bürger. Also, ja. Was soll man dazu sagen? Die setzen halt nur ihre eigenen Vorstellungen durch. Wie gesagt, die meisten, nicht alle, aber sicherlich sehr viele. Amira. I messaged my old roommate Alice. She's in a relationship now, but it's adorable. She still asks if Giva's okay. Da kannst du dann doch vielleicht noch mal ein bisschen koppeln. Kuppeln, nicht koppeln. When I was younger, I was sick a lot. My mom kind of kept me away from other people, so they couldn't give me their germs. So I wonder if that's why the way people behave seems like alien to me sometimes. But a town having a witch trial is weird, right? Yeah, Kai. It is weird. Thank you. Oh. Ich weiß nicht, wofür er sich jetzt bedankt, also nur weil ich da zugestimmt habe. Du weißt schon, dass das sehr schlecht ist, wenn Regen auf eine Gitarre kommt, ne? What are you playing? It's beautiful. I heard it in a dream. Ja, warum auch nicht? Ich meine, meine besten Geschichten, sprich Bücher, habe ich geschrieben aus Sachen, die ich geträumt habe. Also warum nicht auch die Musik im Traum hören? Ist immerhin die Phase, wo das Gehirn am intensivsten arbeitet. My parents always pushed for me to be the best in everything. It's hard not to feel inadequate, but I'd rather stay happy. Sagst du uns noch was Neues, oder? Daddy said Natalia's just on the neighborhood watch. But then Mommy said Natalia's just a nosy busybody. And the neighborhood watch is just a silly excuse to spy on people. Well, she didn't say silly, but I'm not allowed to say the word she did say. Okay. Lass ich mal so stehen. Damon. My parents called the other day and asked if I wanted to sell the bar. They said it'd be good to travel, but I'm not sure where I'd even go. Juliet's been bringing up Italy a lot lately. I want to surprise her, so she doesn't know I've started a savings fund for us to go one day. Ja, damit haben wir fast alle. Wir müssten... Ach ja, klar, Sonntag. Och, die sind alle hier, ne? If you were harvesting the bounties of nature and taste a berry only to find it bitter, you spit it out. This is only natural. It is our bodies protecting us from the dangers of poison. And so, when our community is faced with the bitter malcontents, we too must spit them out for the safety of us all. Was für ein Schwachsinn. Das eine hat mit Paranoia zu tun und das andere ist ein natürlicher Prozess vom Körper. You also. Look excited. What's the occasion? Nothing in particular. I'm just excited that it's fall. There's no better weather for sneaking still warm cookies right off the baking sheet. Der kann sich aber doch jeden Tag diese Kekse machen.
I've tried asking Lena who she thinks wrote her name in during the election, but she just shrugs me off. I never really gave it much thought, but she would be a great mayor. I'd probably see even less of her than I already do, though. Ja gut, aber jeder muss irgendein Opfer bringen, ne? Oder wie war das? Oof, you look exhausted. Still coming down from your election nerves? It's not that. We've already established a schedule for the friendly Fairhaven neighborhood watch, and as mayor, I took the first shift last night. But staying awake that long is hard. I had so much coffee beforehand, but Thomas still caught me resting my eyes. Also wünsche ich mir, dass öfter mal Wache hat. Gosh, I hope that cat is okay. This weather is no good. That cat knows how to look out for itself. You don't need to worry. Oh, I'm sure. But there's this legend that cats can... Well, never mind. Let's just say I'm a cat lady. Mhm. Na, komm. Lass mich mit ihr sprechen. I tried to reassure Sophia that Juliet will be taken care of, no matter the outcome of her trial. But she just gave me a dirty look and told me she's already made arrangements with Kim. Ja, das ist immerhin sehr positiv. I'm trying to make the effort to really get to know Marty. I think he's who I would have been if I hadn't left Hollywood. Oha. Er ist ein guter Freund von mir. Oder zumindest ist da irgendwie ein Fortschritt gekommen. Ich bin ganz ehrlich, lege ich nicht wirklich viel Wert drauf. Aber gut, klar, wir versuchen natürlich die Herzen zusammenzukriegen. Das ist schon richtig. Haben wir hier noch irgendwas? Oh ja. Eine Walnuss. Haben wir mit dir schon gesprochen? Doch, du warst heute, oder? Ja, mit dir haben wir schon gesprochen, meine ich doch. Du hast eben auf der Bank gesessen, genau das war's. Und da ich mir jetzt nicht so 200%ig sicher war, habe ich mir gedacht, okay, guckst du lieber nochmal nach. Ich weiß, du findest den Herbst toll, aber findest du auch den Regen toll? Das ist die Frage. When we had to find a special care place for my dad, I thought, if something goes wrong in Fairhaven, we'll still have Hazel. And now, we have you, though, and I'm very grateful for that. I don't know if I measure up, but thanks. So, Shelby. Cameron's going to spend a long time figuring out who he is. If he's willing, the island will shape him into something great. Ja, dann würde ich sagen, haben wir erstmal soweit alles. Ich sehe jetzt hier auch keinen mehr rumlaufen oder so. Dann gehe ich jetzt nochmal eben schnell zur Quelle. Füll die nochmal ein bisschen auf. Ich glaube, da müssen wir diesmal 3 Bären für nehmen, so wie es aussieht. Boah, oder sogar noch mehr Hilfe, okay. Okay, aber immerhin ist es jetzt wieder aufgefüllt, es ist wieder stabil. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich, ja, hoffentlich was in der Mine erreiche. Bis gleich. Great, this is exactly what I needed for Giva. Or Shelby. Okay, also man musste tatsächlich nur reingehen, so wie es aussieht. Und... quasi das Erste, was man hier so findet, weghauen. Also ich habe jetzt hier so einen, habe ich jetzt drauf gehauen. Dann würde ich sagen, ich nutze nochmal ein bisschen die Zeit, die ich vorspule, um hier nochmal ein bisschen in der Mine klar Schiff zu machen und ein bisschen Ausdauer zu verlieren sozusagen. Und wir sehen uns dann gleich heute Abend im Wald wieder. Bis gleich. So, wir haben es geschafft. Wir sind wieder pünktlich im Wald drin. Achso, ich wollte gerade sagen, sie kommt jetzt hier an. Können wir noch mal irgendwas Neues erfahren? Our ways must seem foolish and secretive to one who has not grown up in the coven. A little. We must wear disguises, we must meet in secret, and we must be careful of who we let into our order.
To fail in these duties is to invite scrutiny from others. Then there's fear. Fear is dangerous and in the wrong hands, a weapon. It has always been this way. Ja, das war leider schon immer so. Da hat sie recht. I made it down to the lowest levels of the mine. Ah, have you? Good. Let me take a look at those stones. We'll see what stories they hold. All right. Here they are. Oh, a great cracking. Like something being split apart. And then the cave filling up with damp water. Water all around. It's okay. That happened in the past. We're still in the now, Farseer. Thank you, novice. What did you see? The first witches on this island. Thousands and thousands of years ago. The ones who built the stone circle. Whoa. And then something broke the pillars. And an earthquake hit, filling the cave with water. You saw the stone circle change to what it is today. Seems that way. Powerful things, rocks. Thanks for letting me look at the sample. Here's a little something as thanks. Felsenfest, Aufgabe abgeschlossen. Ja, aber was hat er mir jetzt gegeben? The past is wrapped up with the future. Understanding one unlocks the other. Ja. Das ist schön. Aber er hat mir jetzt nicht die Probe wieder zurückgegeben, gehe ich jetzt mal stark von aus, ne? Nee. Die Frage ist, kann ich das mit ihr jetzt noch abschließen oder wird das jetzt quasi einfach ignoriert vom System her? Ja, anscheinend wird es vom System her einfach ignoriert. Ich habe es nämlich jetzt gar nicht mehr drin. Ja, schade irgendwie, weil ehrlich gesagt hätte ich auch gerne gewusst, was sie rausgefunden hat. Aber es war sicher, ja, warum auch immer, aber es war sicher sehr wichtig, dass Shelby sich den Stein angeguckt hat. Dementsprechend, ja, ich denke mal, es war einfach das Richtige, dass wir ihn haben machen lassen. Ja, da wir heute allerdings sonst nichts anderes großartig mehr machen können, würde ich sagen, lege ich mich mal eine Runde aufs Ohr. Die Folge ist jetzt leider nicht ganz so lang diesmal, aber naja, ich bin schon froh, wenn es eine Viertelstunde wird, weil ich ja so viel jetzt auch rausschneide mittlerweile, was ja wirklich einfach immer nur das Gleiche ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Am I ready for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.